Traumfahrt in die Wirklichkeit. Ein Wattpad-Roman von Storyle München. Kapitel 2. Traum versus Wirklichkeit. Hi, ich bin Luke. Das konnte doch nicht wahr sein. Man konnte doch nicht auf einen so großen Zettel so wenig Wörter schreiben. Du irrst dich, sagte eine hohe, leise Stimme hinter mir. Das ganze leere Platz sind Wörter, die nicht gefunden wurden. Sprach da wirklich gerade jemand mit mir? Träume ich? Niemand auf der ganzen Schule würde jemals mit mir sprechen. Sie interessierten sich nicht für mich. Vielleicht liegt es daran, dass ich so still bin oder mich außergewöhnlich kleide oder einfach nur, weil sie keine Lust haben. Aber nun stand ich da und wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte. Langsam drehte ich mich um, den Blick auf den Boden gerichtet. Ich erblickte blaue Ballerinas, eine weiße Hose. Langsam glitt mein Blick nach oben. Nun sah ich eine wahnsinnig bunte Blümchenbluse, dazu viel Schmuck und ein hübsches Gesicht mit blonden Langhaaren. Sie sah genauso aus wie jedes Mädchen an der Schule. Ich glaubte jetzt noch weniger, dass sie gerade vor mir steht und mit einem erwartungsvollen Lächeln auf eine Reaktion wartet. Ich machte den Mund auf, kam aber nicht weit, denn eine fröhliche Stimme, die mir sehr bekannt vorkam, riss mich aus meinem Schlaf. »Mäuschen, wach auf, Frühstück!« Ich schrie auf. Sofort kam meine Mutter ans Bett und beruhigte mich, was mich noch mehr verwirrte. Das hatte sie seit dem Tod meines Bruders schon ewig nicht mehr getan. Heute war Samstag, das hieß, sie müsste eigentlich bei der Arbeit sein. Warum saß sie dann hier an meinem Bett und bringt mir mein Frühstück? Ich verstehe das nicht. Und der Traum über die Botschaft und das Mädchen, wenn es überhaupt ein Traum war, kam mir doch so lebensecht vor. Ich setzte mich hin, sah meiner Mutter in die Augen. Dort erblickte ich Fröhlichkeit und das war komisch. Okay, jetzt mal langsam. Meine Mutter heißt Olivia und war seit dem Verschwinden meines Vaters und dem Tod meines Bruders total selten zu Hause, trank viel und hatte immer tiefe Augenringe. Nachts hörte ich sie manchmal weinen und wenn sie mich sah, sprach sie nicht viel. Ich hatte sie vermisst, nicht weil sie nicht da war, sondern weil ich die alte Olivia vermisste, die, die mich jeden Morgen in den Arm nimmt, die, die sich für mich interessiert und für mich da ist. Und jetzt plötzlich, nach all den Wochen, steht sie wieder vor mir, top in Form, als ob nichts passiert wäre. Meine Mutter wartet auf eine Reaktion, doch ich bekam keine Wörter über die Lippen. Von draußen hörte ich eine tiefe, erwartungsvolle, aber dennoch sehr angenehme Stimme. Kann ich jetzt reinkommen? Ich erschrak. Wer war das? Niemand außer meiner Mutter und mir war in diesem Haus. Doch langsam fing alles an, Sinn zu ergeben.